Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu F1 22. Ein bisschen abseits meiner MyTeam-Karriere nehme ich mal wieder mit kleinen Herausforderungen und Fragen, die ich mir stelle, nämlich, welches Safety Car ist eigentlich schneller? Wir haben ja seit letztem Jahr die Möglichkeiten, zwei Safety Cars auszuwählen, also nicht wir direkt, sondern in der Formel 1 sind zwei Safety Cars, nämlich von einmal Aston Martin, die eingestiegen sind, und Mercedes-Benz. Und zwischen den beiden möchte ich ganz gerne mal herausfinden, wer ist eigentlich auf den Red Bull Ring schneller. Falls ihr Lust habt und ich soll noch mehr solcher Hotlaps machen und solcher Vergleiche zwischen den anderen Supercars, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, weil wir haben ja noch einige hier offen. Ob die Black Series, die beiden McLaren, die beiden Ferraris oder aber auch hier zum Beispiel den Aston Martin oder auch hier die Aston Martin, die wir natürlich selber nochmal freischalten müssen. Das sind eigentlich alles die Fahrzeuge, die ich jetzt hier selber freigeschaltet habe. Also, legen wir mal los. Ich würde sagen, wir starten mit dem vermeintlich in meinen Augen wahrscheinlich eher schwächeren Aston Martin Vantage. Und ja, geht's los. Natürlich werden wir hier auch mehrere Runden fahren, um wirklich erst herauszufinden, wer schneller ist. Und ihr könnt auch jetzt mal in die Kommentare schreiben, was glaubt ihr, wer ist schneller? Der Aston Martin hier oder der Mercedes-Benz? Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin der Meinung, es ist der Mercedes-Benz. Ich versuche mir trotzdem bei allen beiden Fahrzeugen Mühe zu geben. Und wir werden mal gucken, wir werden natürlich auch versuchen, saubere Runden zu fahren, aber wenn halt es keine saubere Runden geht, dann geht es trotz all denen. Also, viel Spaß! Oh, ich glaube, das können wir ordentlich mitnehmen hier. Aber abgehen tun sie schon, wa? 200 haben wir jetzt fast auf den Geraden erreicht. Natürlich nicht mit dem Formel 1 Wagenvergleich, aber trotz all dem nicht schlecht. So, jetzt hier anbremsen. Ah, hätten wir viel später bremsen können. Wie gesagt, eine Runde nehme ich euch mal hier mit, genauso wie mit Mercedes. Und dann gucken wir mal, ob wir versuchen können, für meine Verhältnisse das Maximum herauszufinden. So, hier rein. Oh, auf den Bremsen sind sie aber trotzdem sehr stark. Auf alle Fälle, schön. Der Aston Martin klingt vom Sound her richtig schön satt. Hört euch das mal an. Boah, schön. Fünfter Gang sind wir jetzt aktuell. Jetzt kommt die Kurve, wo wir hier bergab hinunter reinbremsen. Leicht auf dem Gas bleiben. Aber es ist immer wieder erstaunlich, weil es ist ja auch gesagt, das Safety Car ist so langsam und hier und da. Ja klar, gegenüber dem Formel-1-Wagen sowieso. Und man sieht mal, wie sehr die wahrscheinlich an die Grenzen pushen müssen, damit sie mit dem Safety Car oder dass das Safety Car einigermaßen das Feld irgendwie auf Trab halten kann. Der Bernd Mailänder ist ja der Safety Car-Fahrer und der sagt ja auch wirklich immer wieder, ja, aber für seine Verhältnisse, er pusht schon. Und man muss halt immer sagen, gerade Lewis Hamilton regt immer extrem doll auf. Die haben halt nicht so viel Leistung unter der Haube wie im Formel-1-Auto, das ist natürlich klar. Und deshalb, er ist ordentlich am Pushen und Bernd Mailänder macht, glaube ich, einen Tag vorher, auf dem Donnerstag, nämlich seine ganzen Trainingssession und versucht sich hier einzufahren. Unsere erste Rundzeit ist eine 1,47, also wir sind gute 40 Sekunden langsamer als die Formel 1. Und dann versuchen wir mal jetzt die Zeiten hier so ein bisschen zu toppen. Also 1,47 sollte hier schon versuchen, dräng zu sein. 1,45,5 haben wir schon mal. Mal gucken. Im ersten Sektor kann ich auf alle Fälle nochmal schneller fahren. Man sieht sofort Delta.
So, ich würde mal sagen, das war aber jetzt so ein bisschen nicht das Maximum gewesen, aber das sollte es erstmal gewesen sein. 1:42.782 am Ende. Das ist auf alle Fälle eine Zeit, wo wir uns jetzt versuchen müssen, mit dem Mercedes da zu beweisen. Also es ist natürlich, wir können immer schneller fahren und diesmal habe ich auch daran gedacht, wir machen eine saubere Runde. Das ist ja viel sinnvoller. Weil sonst könntest du noch ein paar Zehntel mehr rausholen. Nee, wir machen einfach saubere Runden. Und 1:42.782, da werden wir auf alle Fälle schon ein bisschen zu kämpfen haben. Es sei denn, wir haben jetzt 1100 dafür gebraucht. Wir schaffen das gleich in den ersten zwei Runden. Klar sind wir eingefahren, aber es kann ja sein, dass der Mercedes einfach auf manchen Bereichen wesentlich besser ist. Und wir wirklich nur in zwei Runden schon merken, oh, die Zeit, die ist ja locker zu erreichen. Gut, da sind wir jetzt auch schon im Mercedes AMG Black Series im Safety Car. Und wir nehmen wieder uns gemeinsam eine Runde mit, unsere ersten paar Eindrücke, die wir jetzt hier bekommen. Und der erste Eindruck ist auf alle Fälle, holla, die Weitfähigkeit, ich glaube, der ist schneller. Wo ist denn die KMH-Anzeige? Die haben wir jetzt komischerweise hier nicht drin, schade aber auch. So, die Zeit läuft jetzt mit. Oh, wir sind auf den Geraden so viel schneller. Oh! Wir können genauso spät bremsen. Oh. Eieieiei. Oh. Gut, das hat sich leider jetzt schon gegeben. Wir sind schon 1,3 Sekunden schneller, weil wir laufen nach unserer aktuellen schnellsten Hotlap hier. Und ich fahre jetzt gerade ein bisschen sehr gemütlich. Aber trotzdem, wir können ja ein paar Checks mal hier machen. Oh ja, okay. In Sachen Traktion ist ja auf alle Fälle bissiger. Man merkt einfach viel mehr Leistung. So, jetzt mal der Soundvergleich. Boah, ganz nett, aber der erste Martin, der klingt schon sehr brachial, ey. Aber ey, wir sind fast 2 Sekunden schneller mit gemächlicher Fahrt und so ein paar Probleme. Auch die Lenkung ist wesentlich direkter. Also gut, wesentlich direkter ist zu viel des Guten. Aber man kommt einen Ticken besser um die Kurve herum. Holla, die Waldfee, ey. Also ich weiß gar nicht, diese Hotlaps, ob die jetzt nur auf die Supercars zugestellt sind, aber wir waren schon auf Platz 3000 und ein paar zerquetschten. Was passiert, wenn wir jetzt hier einfach mal 3-4 Sekunden schneller sein könnten? Okay, versuchen wir es jetzt einfach mal. Erste richtig gezeitete Runde. Eine 1,38,6. Die Runde bis jetzt liegt bei 1,38,6. Also Performance und Handling sind wesentlich besser als zum ersten Martin. 1,36. Ach, toller, die Waldfee. Platz 1700. Nicht schlecht, Herr Specht. Oh, ich würde mal sagen, das reicht für heute, aber auch eigentlich ging es ja wirklich nur darum, welches Safety Car ist schneller. Ja,
Es ist tatsächlich der Mercedes AMG Black Series, aber in rot lackiert. Ich weiß jetzt gar nicht tatsächlich, wie die Zeiten jetzt hier waren, aber ich glaube, die waren doch ein bisschen sehr unterschiedlich gewesen. Ich glaube, mit dem S-Martin lagen wir bei 1,41, 1,42 und hier sind wir bei 1,36, also 6 Sekunden sind wir ungefähr schnell. Im Großen und Ganzen, ja, Performance, Handling ist hier Mercedes einfach da wesentlich besser und wir können uns mal gemeinsam angucken, was ist denn eigentlich, oder was sind denn die ganzen anderen hier gefahren? Wir beenden mal jetzt hier die Session. Aber guck mal hier, der Marius ist zum Beispiel McLaren gefahren, also vielleicht ist das auch nochmal ein Grand. Das können wir uns aber gerne mal im nächsten Video angucken, da können wir mal alle Fahrzeuge testen. Aber das war es erst einmal gewesen, Feuer der guten Laune. Ja, der Mercedes hat den Aston Martin in die Boden hineingestampft, dass er untenrum wieder rauskam und ja, sich China höchstwahrscheinlich da erst einmal das Bäuchlein sonnen konnte, um darüber nachzudenken, was hat Aston Martin nicht nur in der Formel 1, sondern auch mit ihren Supercars alles so falsch gemacht. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob wir in der nächsten Folge, wie gesagt, hier noch Hotlaps machen wollen mit den anderen Supercars und versuchen wollen, vielleicht hier in Österreich die Zeiten irgendwie zu schlagen. Also im Endeffekt war es, glaube ich, der McLaren hier gewesen, der war anscheinend schneller gewesen als der Mercedes, aber es kann auch sein, dass die anderen Fahrzeuge auch noch einen Ticken schneller sind, zum Beispiel, wie sieht es mit Ferrari aus, war? Also bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.